Für eine andere Sorte Humor steht Oliver Kalkofe. Mit seiner Mattscheibe wurde er zu Deutschlands meistgefürchtetem TV-Kritiker. In der Berliner Arena stehen an diesem Tag Proben an. Abschied vom Frühstücksradio, einer Kultsendung für junge Berliner. Kalkofe ist hochkonzentriert. Ich mache jetzt hier erstmal den ersten Schnitt und nehme dann beide Brüste ab. Das ist der Plan für heute. Beide Brüste abnehmen, weil wir haben einen Spender. Kollegin Sabine Bulthaupt ist die einzige Frau im Comedy-Team. Das liegt alles an Sabine, die wird sich also während der ganzen Show ungefähr 17 Mal ausziehen. Und wir stehen an der Seite und lesen die Texte vor und da kümmert sich dann aber keiner drum. Das ist eine alte Nummer, die klappt immer. Kalkofe und die Witzfabrik Frühstücksradio sind bundesweit ein Begriff für gepflegte Unterhaltung, nicht nur im Radio. Es macht schon Spaß, auch live was zu machen. Wenn man nur im Radio arbeitet oder auch nur im Fernsehen, kriegt man ja nie mit, ob einer lacht. Man kann das immer nur hoffen. Aber wenn man dann irgendwie vor so einer großen Menge und diesmal jetzt hier 5000 Leute, die morgen willkommen werden, steht, das ist schon ein geiles Gefühl. Also wenn einer lacht, wenn dann keiner lacht, ist ein Scheißgefühl. Aber bisher hatten wir meistens Glück. Toi, toi, toi. Großen Anteil daran hat Dietmar Wischmeier. Vor 12 Jahren erfand er den kleinen Tierfreund. Gestern habe ich meinen Wellensittich totgefahren. Sein Humor ist kompromisslos. Das ist so viel Arbeit, das rauszukriegen, was die Leute wirklich komisch finden. Ist mir auch scheißegal, was sie komisch finden. Die kriegen das, was sie vorgesetzt bekommen und es wird gelacht, was auf den Tisch kommt. Fertig. Auf großer Bühne wollen Tierfreund und Co. die Begegnung mit dem unbekannten Hörer wagen. Die Halle ist voll, entsprechend die Nervosität in der Garderobe. Der ist gemessen in Schrittes, ich nicht. Es ist 16 Uhr, wir haben noch 7 Stunden, aber Sabine ist immer schon als Erste da. In der Ruhe liegt die Kraft. Ein letztes Mal vor dem Auftritt werden die Texte studiert. Kein Grund für Oliver Kalkofe, nicht ausgiebig mit seinem Kumpel Achim Menzel zu schwatzen, den er jahrelang in der Mattscheibe vorgeführt hat. Wenn alle schon denken irgendwie, ah, das Schlimmste haben wir überlebt, ne? Dann kommt noch die Apokalypse. So wie man dachte, es ist alles gut und dann haben sich Modern Talking doch wieder vereinigt. Und so ist es auch. Dann kommt Poltergeist 24. Noch 30 Minuten. Sabine Bulthaupt weiß inzwischen, wie sie sich gegen diese Horde von komischen Männern durchsetzen muss. Denn Frauen haben es schwerer im Comedy-Gewerbe. Die weiblichen Scherze sind oft sehr brav. Und wenn man dann nur mit Männern auftritt, merkt man irgendwann, oh, jetzt kacke ich aber ein bisschen gegen die ab. Und dann wird man auch zusehends ein bisschen härter oder bringt es vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt. Also man muss den Mut haben zur Hässlichkeit und sich selbst auch verlachen zu können und anderen Zugang zur Ironie bekommen. Kurz vor der Show wird hinter der Bühne am letzten Schliff gearbeitet. Trotz Hektik bleibt Oliver Kalkofe locker. Ich pierce jetzt Welke live. Nein. Für RTL 2. Das ist es nicht wert. Kommt, da könnt ihr eine ganze Reportage machen. Wenn das richtig blutet und so, dann könnt ihr es brauchen, oder? Wenn, dann aber durch die Klöten, sonst seid ihr das doch gar nicht. Oliver Welke ist im Hauptberuf das, was Kalkofe gerne geworden wäre. Sportmoderator. Gut, Weichei. Olli Kalkofe ist natürlich auch ein verkannter Sportreporter. Der hat ja schon für die Kollegen von der ARD Sportschau einen ganzen Fußball-Jahresrückblick gemacht. Also er sieht nicht so aus und er war auch früher der, der als Handicap den Mannschaften zugeteilt wurde. Wenn eine Mannschaft zu gut war, bekam sie dann Olli noch dazu. Ich bin der Einzige, der für Sportwissen Geld kriegt. Diese Show ist die Abschiedsfete nach 5 Jahren wöchentlicher Comedy-Sendung beim Berliner Radiosender Fritz. Nicht fehlen im Programm darf an diesem Abend natürlich die Mattscheibe. Die Zuschauer lieben Kalkofes gnadenlose Attacken gegen den täglichen Fernsehwahnsinn. Kaum eine Sendung und kaum ein Moderator blieb bisher verschont. Stimmung kocht. Der 34-Jährige genießt die Ovationen seiner Fans. Millennium! Millennium! Ich wusste lange Zeit gar nicht, was das ist. Ich dachte, das ist eine Leichtbiersorte oder irgendeine Krankheit, die man sich beim Petting in der Großraumdisco holen kann oder irgendwas. Aber
dann Neujahr 2000. Ja, klar, ich habe auch nicht anders gekotzt als die Jahre vorher, also persönlich. Was jetzt gesagt werden muss, und alle Maschinen! Auch Achim Menzel war Zielscheibe des Spottes in der Mattscheibe, bis er sich in seiner Volksmusik-Hitparade selbst über Kalkofe lustig machte. Seitdem sind beide beste Freunde. Bisher ist es super klasse. Vor allem eben habe ich nicht gedacht, dass die ganze Halle mit über 5000 Leuten derartig Achim Menzel abfeiert. Das war eben ein echtes Fest. Also unglaublich, der Zonensaurier live auf der Bühne. Die Leute sind ausgerastet, das sieht man. Achim Menzel ist der Tom Jones mit Solidaritätszuschlag. Das war eine ganz große Nummer. Hervorragend. Erst nach 3 Stunden und mehreren Zugaben wird das Frühstücksradio-Team von der Bühne gelassen. Viele Lacher, keine Pannen und ein paar Tränen zum Abschied. Weißt du, man sieht das so nach 5,5 Jahren, die man hier halt gesendet hat. Und dann stehen die da unten, lassen sich quetschen in der ersten Reihe und dann reichen sie so einem alle die Hände. Das war schon echt großartig. Und ich würde selber nicht 3,5 Stunden aushalten. Die waren echt gut. Ja, wir hatten ja so eine Art Generalprobe, wir haben es ja so genannt heute. Da ging alles schief und deswegen war das so geil wahrscheinlich heute. Aber sprechen ist jetzt... Ich muss leider morgen noch ran moderieren. Ich weiß noch nicht richtig, wie das gehen soll. Bis dahin muss ich noch mit einer Wanne Salbei gurgeln oder sowas. Und Berlin, Publikum war gigantisch und begeistert. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen weinen. Ein schönes Ende für das Komiker-Team.